Okay, wir sind jetzt vor dem Bosskampf wieder. Dann beginnt heute mal ein Bonuspart. Warum laufe ich hier unten nur lang? Ich bin etwas verwirrt gerade noch. Für mich immer noch die gleiche Aufnahme. Dann wollen wir jetzt zurück und noch in die Moorlande gehen und uns das mal anschauen, was da los ist. Vielleicht hat sich jetzt auch wirklich da noch was getan bei diesem komischen Teich. Weil wir müssten ja weiterkommen. Jetzt sind wir ja tatsächlich weiter. Und das ist dann das... Ah, okay. Bis zu dem Ende? Fragezeichen? Wäre das Spiel sowieso gegangen? Nee. Aber das, was wir jetzt machen können, das ist jetzt optional, weil wir alle Schnecken gefunden haben. Ich muss... Nee, warte, Moorlande. Doch, hier oben, ja. Moment, ich gehe aber da links lang. Cool. Moorlande. Ja, dann schauen wir uns mal ein bisschen optionalen Kram an. Mal gucken, wie viel das jetzt ist. Ob es jetzt ein Part wird, ob es da jetzt noch ein Piel mehr gibt. Ich hoffe einfach eigentlich mal, dass ich das alles jetzt in ein Part hier unterkriege. Gehe ich aber stark von aus. So, jetzt sind wir hier. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, Beast, kannst du was machen? Offenbar haben wir jetzt alles. Weiß von diesem Ding? Ja, der große Alchemist erzählte mir vom Chronophagen, als er an meiner Gestalt aus lebendigem Glas arbeitete. Chan hat uns etwas hinterlassen. Der Chronophag ist sein Abschiedsgeschenk für euch. Er wurde verzaubert und aktiviert, sich bei euren ersten Handlungen als zukünftige Wächtergötter. Ein Geschenk? Ja, der ist beschrieben. Ich hatte den Eindruck, er fühlte sich für etwas verantwortlich. Er bringt uns bestimmt irgendwo hin. Ich weiß bloß, wie man ihn öffnet. Und dass er für Zael und Valea und dass nur Zael, Valea und ich gehen können. Was ist mit Sirai? Warum darf sie nicht? Ist das auch wirklich sicher? Ja, der große Alchemist hätte euch jederzeit aufhalten können, wenn er es gewollt hätte. Wie öffnen wir das Geschenk? Ihr müsst euch an ein freudiges Ereignis erinnern. Er meint, ihr wüsstet Bescheid. Ein freudiges Ereignis. Woran würden wir jetzt denken? Ich fand die Sache an dem Berg, so seine Gals letzte Sache eigentlich immer ganz schön. Oder ganz, ganz am Anfang, das Kindheitsding... Das war, dass er uns. Ja, weiß ich, keine Ahnung. Eine Keksdose. Wir haben eine Keksdose. Du musst mal überlegen. Ist das die Keksdose, die wir die ganz am Anfang bekommen haben? Oder irgendwann zwischendurch? Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, leider. Schade. Es hat funktioniert. Gehen wir, solange er aktiv ist. Können wir jetzt gar nochmal wiedersehen, oder wie? Passt auf euch auf. Ich bin hier, wenn ihr zurückkehrt. Warum darf Beast denn mit? Oh. Sie sind wunderschön. Wie nennt man sie? Zeitsplitter. Du warst stets ein großer Künstler. Oh. Jetzt sind wir genau an der Stelle, wer gestorben ist. Das ist... Ist das eine Vision? Der große Alchemist, der hat einen Zeitanker platziert, damit wir hierher zurückkehren können. Wir ihn retten? Ich weiß, was ich zu tun habe, aber es muss schnell gehen. Wie? Versteht ihr? Das ist euer Geschenk, das Leben eures Freundes. Ich übernehme sein Part, beeilt euch und holt ihn hier raus. Jetzt opfert sich Beast, damit wir Gal bekommen? Beast... Vertrau mir, tapferer Mönchchen, es wird wehtun, doch mein Wille ist stark, ich komme klar. Das wäre auch ein komischer Trade. Ihr müsst handeln, solange die Ablenkung anhält. Danke. Sorgt dafür, dass ich nicht so lange unter dem Baum begraben bin, ja?
nur Mut, Beast. Wir sind gleich bei dir. Ah. Wir sehen uns. What the fuck? Er verwandelt sich in seinen Gal. Und jetzt müssen wir ganz schnell Gal... what? Also Beast runter... Oh Gott, wie lange ist er denn schon da drunter dann? Ruhig jetzt. Boah, wie cool ist das gemacht. Ey, wie geil. Ich liebe es. Hey. Was ist passiert? Warte, ist das... Hä? Boah, ich lächel. Ja, was ist jetzt los, Junge? Haha, ihr habt es geschafft! Geil! Ach, die Musik ist wieder so schön. Oh Gott, da kommen mir fast Freudentränen. Steht nicht so herum, warum wartet ihr? Geil, es ist so schön, dich zu sehen. Ist das real? Aber klar doch. Leute, ich habe euch beobachtet. Ich bin so stolz auf euch. Alles, was ihr erreicht habt, ist unglaublich. Hey, wo ist Beast? Oh ja, wir sollten jetzt gehen. Das Wiedersehen kann warten. Ist er in der Lage zu reisen? Mir ging's nie besser. Er wurde doch nicht getroffen, ne? Na los, heben wir mein Grab aus. Ich kann's kaum erwarten, meinen Erlöser kennenzulernen. Neuer Gal Plus. Erfülle den letzten Wunsch. Wie cool. Tut mir leid, dass du so lange warten musstest. Ich dachte, das ging ja wesentlich schneller. Jedenfalls danke nochmal, Beast. Bitte nicht der Rede wert. Nein, nein, ich schulde dir was. Leute, es gibt so vieles, das ich gern teilen würde. Ich darf nicht sagen, was ich auf der anderen Seite gesehen habe, aber sie sagten, ich hätte einen Wunsch, wenn ich zurückkäme. Super interessant, aber dass er diese Erinnerung alle hat und er weiß, was passiert, obwohl er ja da weggezogen wurde an der Stelle. Also er hat trotzdem irgendwie die Erinnerung an sein zukünftiges Ich. Keine Ahnung, wie das zusammenpasst. Hast du was Gutes ausgesucht? Allerdings, aber es kann warten. Ich möchte heute fürs Abendessen kochen. Mein Wunsch ist allerdings etwas aufwendig. Wir müssen das also nicht tun, wenn uns die Zeit fehlt. Ich erzähle euch später im Lager mehr, wenn ihr wollt. Klingt gut. Oh, was? Ich verstehe nichts. Mit ihrem besten Freund wieder vereint, genießen Zayl und Valera einen Abend der Feierlichkeiten und die Rückkehr familiärer Wärme. Okay. Oh, wieder an der Stelle. Schön. Bergsfahrt. Oh, nur ein paar Beeren. So, war leer. Es ist so schön, dass Gal wieder bei uns ist. Das ist wirklich so. Ich frage mich, wieso Rashan Gal nicht gleich gerettet hat, wenn es das sein Wunsch war. Wir werden es nie erfahren, aber offenbar wollte er, dass Zayl und Valera erst vorbereitet sind. Die Alchemisten scheinen trotz ihrer Jahrtausenden an Erfahrung ziemlich unreif zu sein. Ja, und was dann die Regenbogenstecken damit zu tun haben? Wahrscheinlich jetzt nicht so viel, aber... Was wäre gewesen in der Welt, in der Gal nicht gestorben wäre? Hätten Zayl und Valera vielleicht nicht so gehandelt, wie sie gehandelt haben? Kann das vielleicht sein, dass wir deswegen Gal erst verlieren mussten, um die nötige Reife zu bekommen? Ich weiß jetzt nicht mehr genau... Ja, das war der Punkt, ne? Gal ist gestorben und danach konnten wir zu Sol und Luanas Macht greifen. Vielleicht musste das tatsächlich passieren, um so stark zu werden. Sagst nichts, ne? Da das Rashan fort ist, ich möchte ihm irgendwann danken. Ich maße mir nicht an, die Gedanken des großen Alchemisten zu verstehen, aber ich denke, er ist es, der dir danken will. Ja, kann sein. Selbst ich finde, dass die Gruppe ohne Gal unvollständig war. Schlürf, schlürf. Er wächst ein eben Sterns Herz. So ist es. Beast, wie hast du dich gefühlt, als du den Treffer kassiert hast? Entschlossen, als würde ich das Richtige tun. Dafür stehen wir auf ewig in deiner Schuld. Ihr habt meine Welt Hoffnung gebracht und mich zum Champion der Arena gekrönt. So wie ich es sehe, schulde ich euch was, nicht umgekehrt. Haha, wenn du meinst. Es wäre eine Zeit, hä? Wiederauferstehung hatte ich am Beginn des Abenteuers bestimmt nicht auf der Liste. Wieder was für Teeks Geschichten. Es war allerdings tatsächlich etwas unheimlich.
Danke, dass ihr mich da rausgeholt habt. Ich weiß, es war nicht leicht, den Chronophagen zu aktivieren. Hätten wir es gewusst, hätten wir schneller gehandelt. Du würdest dasselbe für uns tun. Ohne zu zögern. Kochen. Nicht. Ausruhen. Tix ist jetzt nicht dabei, ne? Wo ist Tix? Alle aßen und schliefen an jedem Abend besser als in den Nächten seit dem Kampf gegen den Eremiten der Zwietracht. Sehr schön. So, dass Tix schon vorm... Wann ist sie gegangen gerade? Vorm Bosskampf. Ach, kurz erst, nachdem wir erst alle besiegt haben, die Bosse. Geil. Ich habe jetzt einfach 6 Leute dabei. Wie nice. Mega. Okay, jetzt gehen wir zu diesem Angelteich, wa? Würde ich jetzt mal sagen. Also ich wüsste jetzt nicht sonst, was ich sonst noch tun könnte. Ich hoffe nur, dass da auch was passiert, weil sonst habe ich irgendwas verpasst oder irgendwas noch nicht gemacht. Aber ja, mir fehlt ja auch noch immer noch so ein Achievement für die Fragen. Also eigentlich fehlt mir noch eine Fragesache. Ach, schwierig, das Ganze. Vielleicht habe ich wirklich irgendwann mal was verpasst. Vielleicht war es die Truhe damals in Brisk. Das wäre so bitter, wenn ich nicht alles bekommen könnte, ne? Echt, echt bitter. So, mal ganz kurz gucken. Schatz fehlt in Fragezeichen. Jetzt können wir da einen Schatz bekommen. Okay. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die lässt sich auf jeden Fall was machen. Dann gucken wir mal, was jetzt hier passiert ist. Sieht erstmal gleich aus. Sieht auch hier gleich aus. Da, warte mal, da glitzert aber was. Das jetzt erangeln? Da muss ich da einfach mal reintauchen. Nee. Aber da glitzert was. Ist das hier? Ach, da war mal eine Schnecke, ne? Okay, ich versuche nochmal. Aber da passiert leider nichts. Hä? I don't get it, Leute. Schade. Hier fehlt aber ein Schatz. Fragezeichen. Was ist das hier für ein Ort? Gal, hilf mir weiter. Wo haben wir denn sonst noch irgendwas? Können wir jetzt nach... Könnten jetzt nach unserer Stadt gehen? Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Aber Siedlerinsel ist auch alles gut. Also es ist nur hier. Schatz fehlt. In Fragezeichen kriegt's. Mist, wie kriege ich den? Wie komme ich an das Glitzer? Leider überfragt, was das angeht. Ich würde jetzt nochmal zu unserer Siedlerinsel gehen und da mal gucken. Vor allem, ach, warte mal, lass uns mal jetzt mal nach oben nochmal reingehen. Alte Gruft. Ich nehme mir das doch nochmal an. Hier sich irgendwas getan hat. Hier waren ja die ganzen komischen Leute. Ach, scheiße. André Odell. Sind das alles... Sind das alles die Leute, die hier vielleicht, was zur Hölle? Oh, ein Hund. Ey, what the fuck, ey? Wie viel Arbeit kann man sich machen? Das sind die ganzen Leute, die auch in den Credits vorkamen. Weil das sind ja so unglaublich viele Grabsteine und Dinge. Das wirkt echt so ein bisschen wie Patreon. Ja, also wenn Patreon machst und da dann irgendwie was bekommst. Und dann kriegst du für so und so viel Geld kriegst du eine Statue und so viel Ding kriegst du einen normalen Grabstein. Was hattet ihr heute in der Gruft vor? Ich habe einen Code. Aber schau mich nur um. Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber das hatte mir mal jemand erzählt, aber ich weiß es nicht mehr. Schade, ich dachte vielleicht, ich wäre hier noch das komische Portal. Das war doch hier, oder nicht? Ja, egal. Gut, hier ist nix. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Code sein soll. Aber nichts Interessantes jetzt für uns. So, ab nach Miert. Wir gucken mal kurz, ob hier noch irgendwas ist. Jetzt haben wir ja Gal dabei. Mal gucken, ob die Leute irgendwie komisch reagieren. Oder ob für die das alles normal ist, das erlebt. Das kann natürlich auch sein, weil er für die noch nicht gestorben ist.
Ruft es hier so rein. Ich würde es vor allem ganz gerne... Obwohl, wir sind jetzt kurz vorm Ende. Eigentlich müsste er schon für sie gestorben sein, oder? Wir haben einen wirklich netten Fischsteich. Ist mein neues Hobby. Schön. Ist so friedlich. Eigentlich will ich zu dem Typen hier. Ich habe den Namen vergessen. Hier unten lebt der. Wir müssen... Rain, genau. Solenduana, ihr habt es geschafft. Doch vor allem habt ihr beispiellose Zusammenarbeit und gegenseitig Vertrauen bewiesen. Ich bin stolz auf euch. Es hat gar nichts dabei, dass Gal, nichts dazu, dass Gal bei uns ist. Schade. Okay, Leute, ich bin jetzt nochmal hierhin gelaufen. Dachte mir, vielleicht gibt es hier irgendwie eine Info, was ich tun muss. Aber leider auch hier nichts. Ich habe mir jetzt diese Bilder mal angeguckt, habe versucht, darauf was zu erkennen. Aber auch das ist, nee, keine Ahnung. Ich erkenne da jetzt leider nichts drauf. Das heißt, für mich bleibt jetzt irgendwie nur noch die Möglichkeit, im Internet nachzuschauen, weil ich selbst nicht drauf komme. Ich könnte jetzt noch ein paar Stunden durch die Welt wandern und würde vielleicht irgendwas finden. Aber da ist wieder die Zeit auch zu kostbar. Deswegen wird es jetzt einmal das Internet sein und ich gucke jetzt einfach mal ganz grob nach, ob ich da einen kleinen Hint finde. Ich werde mich jetzt nie irgendwo in einen Guide reinlesen oder sowas, sondern nur mal ganz kurz durchscrollen, ob ich irgendwas Kleines finde, was ich tun könnte. Okay, Leute, ich habe jetzt mal nachgeschaut und das, was ich jetzt so leicht rauslesen konnte, ist, dass ich in den Gaststätten wohl schlafen soll, in mehreren, und dann passiert da irgendwas, aber so weit habe ich jetzt nicht gelesen. Ich gucke jetzt einfach mal, in welchen Gaststätten irgendwas passiert. Wir fangen jetzt einfach Moon Cradle an und gehen dann einen Container nach dem anderen einfach ab. Wollt ihr rasten? Ja. Schlaf gut. Dankeschön. Schauen wir mal. So. Hier haben wir, glaube ich, noch nie geschlafen, oder? Selbst ich finde, dass die Gruppe ohne Gal unverständlich war. Okay, das ist aber das Gleiche. Geht mal mit Gal. Ah, genau, da wäre noch eine Sache. Also ich darf nicht sagen, was ich auf der anderen Seite gesehen habe. Aber als klar wurde, dass ich zurückkehre, durfte ich einen einzigen Wunsch äußern. Oh. Was hast du dir gewünscht? Abendessen mit all meinen Freunden im goldenen Pelikan. Oh, stimmt. Den gibt's auch noch. Ach ja? Klar, ich werde mein eigenes Entgräbnis veranstalten. Mit dem besten Essen überhaupt. Haha, ich mag den Kerl. Allerdings weiß ich nicht, wie es funktioniert. Man gab mir bloß diesen kleinen Angelhaken. Oha, Haken der Zeit. Wir kommen bestimmt dahinter. Okay, jetzt gehe ich zu diesem Teich. Muss ich doch nicht in mehreren Gaststätten schlafen? Hast du das so verstanden? Aber ich, wie gesagt, ich habe auch nur ganz grob drüber geguckt und mir nicht ganz so gesetzvoll durchgelesen. Okay, das ist aber das Gleiche. Das kennen wir alle schon. Dann rasten wir. Ausruhen. Und dann gehen wir mit diesem Angelhaken mal zu dem Teich. Dann können wir da bestimmt irgendwas bekommen. Und dann können wir damit in den goldenen Pelikan rein. Kann ich mir zumindest vorstellen. Haken der Zeit. Ein spezieller Haken im Gals Besitz. Nur er selbst weiß, woher er ihn hat. Aha. Okay. Da stand da auch sowas wie in ein der vielen Gasthäuser schlafen. Das kann natürlich auch sein. Alright, so, dann... Okay, das ist aber auf etwas, worauf man auch hätte kommen können, finde ich. Schon knifflig, aber in Gasthäusern schlafen kann man mal machen, denke ich mir. So, mal gucken. Auswerfen. Aha. Oh Gott. Bewegt tatsächlich den Anker. Alter, das ist ein Eingang. Wie cool das aussieht. Okay. Okay, kurze Prediction. Da unten das Wasserloch, da kommen wir dann später wieder raus, wenn wir hier mit dem Dungeon fertig sind. Wie nice. Okay, da ist schon mal ein Strudel. Gegner sogar. Alter, einfach nochmal ein optionaler Dungeon nach dem Ende. Wie krass ist das denn? Garnelenritter. Hatten wir die schon mal? Irgendwie kommen die so ein bisschen bekannt vor. Also wenn überhaupt in diesem Turm, aber naja. Also Arkan und Mond finde ich schon mal eine scheiß Kombo, Junge. Das haben wir nämlich nicht. Außer ich mache mit Rishan das hier, Ebbe.
Haben wir. Ich habe sogar getroffen. Kommt selten vor, aber ich habe es geschafft. Aber wir sollten trotzdem, auch wenn Gal gerade wieder neu drin ist, aber er ist gerade effektiver hier mit seinem Ellbogenwurf oder so. Oder Kraftschmetterschlag. Nehmen wir einfach mal den. Wow, 235. Not bad. Okay, dann noch der hier. Stimmt, die Kugeln, dann macht er auch zumindest Arkanschaden. Und mit denen nochmal dahinterher. 251. Alter, wieso ist denn auf einmal so stark? Plötzlich gefällt er mir. Aber wahrscheinlich einfach, weil die Arkan-Damage verwundbar sind. Verschlossen. Achso, jetzt müssen wir durch den Strudel. Wollte schon sagen, was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Dann gehen wir hier mal baden und durch den Strudel runter. Okay. Eine Schatztruhe. Nice. Ein Angelkärtger-Schlüssel gefunden. Oh, Tag. Ich finde alle Schätze. Das war der letzte Schatz. Hä, aber Moment. Wir brauchen noch ein Fragenpaket. Finden wir das nicht in der Schatztruhe? Oder gäbe es dafür... Doch, dafür gab es mal nicht einen Erfolg. Oder bin ich blöde? Vielleicht auch nicht. Dreimal stumpf und einmal Schwert. Ich glaube, ich gehe dann doch eher damit. Und dann mit ihm mit Schwebe. Nee, Ebbe. Ja. Hammer. Aber die kennen wir hundertprozentig. So, dann tauschen wir dich aber aus. Ich möchte trotzdem mal einen Sonnenball einsetzen. Und weg. Easy Snack. Level kriegen wir aber wahrscheinlich nicht mehr hin. Selbst wenn hier noch ein Boss kommt, der bringt dann so 20.000, 30.000 EP. Das ist zu wenig. Aber wozu auch, ganz ehrlich. Okay, das hier. Was ist das? Ein Angelteich? Der leuchtende Fisch ist der Schlüssel. Du musst ihn nur noch fangen. Okay, der leuchtende Fisch. Das war schlecht. So, Mondaquarelle gefangen. Jetzt habe ich alle. Gucken wir mal, ob der jetzt auch anbeißt. Nicht wirklich. Nee, irgendwie nicht. Okay, Moment. So. Fischschlüssel erhalten. Okay, man hätte sofort reinspringen können. Ey, es ist ein Schlüssel. Sehr schön. Hier hinter ist leider nichts. Weiß nicht, ob ich sofort reinspringen können. Oder ob ich erst wirklich komplett angeln musste. Geh dann einfach hier rein. Erinnert mich so ein bisschen an einem Zelda-Dungeon. Ich weiß nicht warum. Ich meine, was unterscheidet der jetzt, diesen Dungeon jetzt unter zu den anderen? Achso, das war meine Spiegelung. Guten Tag, die Herren. So, die haben wir weg. Hier haben wir einen Pfosten, da können wir wieder rüber. Warum kann ich da nicht ran? Das müsste doch eigentlich auch gehen. Aber gut, dann gucke ich mich hier draußen zum ersten Mal im Wasser um. Was hier ist. Wahrscheinlich nicht so viel zu sein. Schätze haben wir eigentlich alle. Also, auch wenn man jetzt unten links lang könnte, glaube ich zumindest unter der Brücke durch. Geh einfach mal hier rüber. Warum auch mal dieser Pfosten da ist. Oh, wir sind am Ende.
Glaube ich. Hallo? Oh, okay, wir müssen den Boss ausbuddeln. Also weiß ich auch noch nicht, ob das ein Boss ist, aber vielleicht. Zu weit, aber vielleicht kommt der noch. Nee, nicht wirklich. Aha. Jetzt haben wir ihn. Na komm hier! Okay, der ist hartnäckig. Ja, uiuiui. Alter, was ein dicker Fisch. Ja, moin. Was macht der denn da? Ah, der hat einen Anker in der Hand. Ich dachte, der raucht irgendeine Pfeife oder so. Ohoi! Na, sieh mal eine an. Sieh mal, was du getan hast. Hey, Mister, tut mir leid. Das ist, es ist nur, man gab mir diese... Ganz ruhig, Sohn. Ich führe dieses Gespräch. Okay. Ist es wirklich so eine Wasserpfeife? Okay. Wenn ich eine Sache sicher weiß, dann, dass du den Haken der Zeit benötigst, um hier reinzukommen. Und was ich noch sicher weiß, ist, dass man den Haken der Zeit nicht einfach so einem dahergelaufenen überlässt. Ich habe bloß gefragt. Ja, klar. Sieh mal, ich muss auch wieder los, aber sie müssen dich wohl sehr gemocht haben. Oh, ich weiß nicht. Der vergessliche Typ, was? Also gut, ich beiße an. Was genau wolltest du noch gleich? Ich wollte mit meinen Freunden im goldenen Pelikan von Brisk Erben zu Abend essen. Ach ja? Ja. Nun, das ändert alles, nicht wahr? Kennst du das Lokal denn? Es kennen. Ich habe es aufgebaut. Wirklich? Koch Barsch zu Diensten. Okay, gibt's nicht. Du bist der Koch? Wahrhaftig. Zumindest war er das mal, oder ist er das wirklich immer noch? Weil was macht er dann hier, wenn er im goldenen Pelikan kochen muss? Das ist schon weit weg, ne? Also, bekommen wir das Abendessen? Wäre ziemlich enttäuschend, wenn ich jetzt Nein sagen würde, was? Du und deine Freunde sind offiziell eingeladen. Wie viele seid ihr denn? Wie viele dürfen wir sein? Wie du wünschst, Sohn, sag schon. Haha, das ist zu viel. Okay, mal sehen. Nun, jedenfalls alle hier. Dazu Makomo, Tix und die Piraten. Oh, Moraine kommt bestimmt auch. Das wäre dann 12, wenn das okay ist. Schön, dass du alle berücksichtigst. Klar, wie läuft das ab? Kommen wir dann einfach im goldenen Pelikan vorbei? Ganz genau. Und dann gebt ihr das hier Gaspar. Vergoldete Einladung. Geil. Wie aufregend. Danke, Koch Barsch. Klar doch. Ich frage mich, ob das auf Englisch vielleicht irgendeine Anspielung, also nicht eine Anspielung, sondern ein Wortwitz ist in seinem Namen. Aber ich weiß gerade nicht, was Barsch auf Englisch ist. Von daher kann ich es jetzt gerade nicht sagen. Ich kenne mich da zu wenig aus. Okay, hier ist sonst nichts. Nice, dann gehen wir weiter. Da geht's jetzt. Ja, ha! Ich hab's gesagt. Hier kommen wir raus. Aber ich dachte eigentlich, hier kommt da noch ein Strudel hin. Na gut. Dann gehen wir jetzt zum Golden Pelikan. Und gehen da mal fein Abendessen. Aber da haben wir zumindest das Rätsel auch gelöst. Wo bin ich gerade? Hier. Dann schauen wir mal. Habe ich aber auch nicht mehr dran gedacht, dass man da jetzt auch noch rein könnte. Ich bin falsch. Ja, ich bin wieder hier hochgelaufen, ich Idiot. Ich muss hier einen anderen Weg. Dann gehen wir da mal lang. Die beiden hier. Ich glaube, ich speichere nochmal vorher. Dann gehen wir nochmal fein essen alle zusammen und dann war es das wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ob da jetzt noch groß was mehr kommt.
Kann mir irgendwie nicht wirklich vorstellen. Wir müssen hier hoch. Obwohl, ich weiß nicht, was für Achievements mir ehrlich gesagt noch fehlen. Das waren noch ein paar. Na, mal schauen. Willkommen im Goldenen Pelikan. Habt ihr heute eine Reservierung? Ja, tatsächlich schon. Oh, eine Privateinladung von unserem Koch. Für diesen Anlass benötigt ihr angemessene Kleidung. Bitte versammelt die anderen Gäste. Unser Schneider kommt sofort. Okay, what the fuck? Man geht in ein Restaurant, hat eine Einladung und dann wird erstmal geschneidert. Das ist alles angezogen, anprobiert. Das dauert ein bisschen, ne? Aber gut. Ich bin aber gespannt, wie wir alle dann aussehen. Und eine Fliege, bitte. Sehr gute Wahl, Sir. Ich weiß nicht. Steht dir bestimmt gut. Sale sieht aus wie ein... Ach so, das ist Malkomut. Sale sieht aus wie ein Cowboy. Bitte stillhalten, Mr. Malkomut. Wir sind fast fertig. Oh, wie schön. Okay, da muss ich jetzt erstmal drüber gucken. Also... Nein, nicht! Alltrade ist auch da. Also... Kleine Tintenfisch hat auch einen Zylinder und einen Sakko bekommen. Reshan so ein bisschen klassisch, so ein bisschen noch in dem Stil mit Turban und so. Aber auch Anzug mit Krawatte. Dann muss das Sail sein. Ja, Sail sieht ein bisschen aus wie ein Pirat, aber interessant. So ein bisschen Super Saiyajin. Deke sieht sehr interessant aus mit dem Mantel. Alltrade. Bisschen klassischer. Oh Gott, Alter. Gals Anzug. Ist ja nicht so mein Ton, aber egal, steht der. Vor allem seine Haare sind jetzt auch irgendwie so ein bisschen offener, ne? Sieht gut aus. Jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Oh, verdammt. Ich komme nicht gerade drauf. Beast sehen wir noch mit Zylinder und einer Schleife auf dem Kopf. Vielleicht, um so ein bisschen das Non-Gender darzustellen. Aber, naja, okay. Aber gerne doch, Kumpel. Alter, okay. Zero sehen wir jetzt noch. Die hat einen heftigen Haarschmuck. Erinnert mich so ein bisschen an Aloy aus Horizon. Wo habe ich das sonst noch gesehen? Weiß ich jetzt gerade nicht, aber so ein Kleid. Mit, ja, es sieht okay aus. Moraine. Der sieht ein bisschen komisch aus. Dadurch, das sieht an den Ärmeln so ein bisschen zerfranst aus. Aber gut. Yolande, genau, so war's. Schick ist eben nicht mein zweiter Vorname, aber Walltrade hat recht. Oh Gott. Aber ey, ihr habt euch alles schick gemacht. Die Steife sieht irgendwie weird aus an der Stelle, aber gut. Das ist toll. Malkomut sieht ja mega knuffig aus und Valera ist echt hübsch. Bisschen Hochzeitskleid-mäßig, aber gut. Ist ein bisschen over the top. Geschätzte Gäste, ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Das Abendessen kann serviert werden, bitte folgt mir. Echt geil. Okay. Der ist tatsächlich hier. Weiß ich nicht, ob das so geil fände, wenn er die ganze Zeit an jedem Ding so ein bisschen Fisch und Wasser dran kommt. Ah gut, bedienen Sie, Gaspar. Natürlich, koch sofort. Geil. Nom nom nom. Also irgendwie passt das nicht so wirklich zusammen, das Hähnchen mit dem Kuchen und so, aber gut. Bitte genießt es, sagt Bescheid, falls ihr noch etwas brauchen solltet. Danke. Wow. Okay, sein Bild sieht cool aus. Es sieht auch eher gelb aus, anstatt so komisches Braun, dachte ich erst. Aber ja, okay, ist dann eher gelb. Gerne doch. Der Schaden sitzt einfach auf dem Boden. Geil. Ja. Du musst eine Rede halten, Kumpel. Oh, ich meine, hier geht's doch um uns alle. Hauen wir einfach rein. Älteste Moraine, oder? Ihr versteht sicher, dass die Tradition des Gebietes... Natürlich. Tradition? Bitte um Aufmerksamkeit. Wir haben uns heute anlässlich der Rückkehr einer besonderen Person versammelt. Ah, jetzt sagt er doch was dazu. Als wir im Dorf waren, meinte er, nö. Und dann durfte ich das Wort behalten. Ey, das war aber nett von Ihnen. Und du hast dich dafür tausendfach revanchiert.
Nachdem ich selbst etwas von meiner Elementarmagie verstehe, muss ich euch für eure beeindruckende Arbeit loben. Hab ich nur für geil getan. Ja, ihr habt alle so viel für mich getan. Mehr als ich verdient habe. Wir dürfen auch noch mehr tun. Mehr als mich zum Leben zu erwecken, das will ich sehen. Trotzdem hast du uns allen mehr gegeben, als wir dir, Sohn, auf dein Wort. Auf Gaal! Auf Gaal! Ich habe großes Glück, euch alle zu haben. Ich schätze, der letzte Kampf wartet. Aber darum kümmern wir uns morgen. Oh. Ändert sich das... Es ändert sich dann das Ende. Da kriegen wir noch ein zweites Ende. Dann haben wir doch gar nicht das wahre Ende, sondern... Ah. Okay, ich dachte, das wäre schon eine abgewandelte Form des Endes. Aber dann kriegen wir jetzt noch ein anderes. Gut, dann kümmern wir uns darum dann... In diesem Fall jetzt übermorgen, aber okay, dann machen wir das so. Machen wir das Beste aus diesem Moment. Gaspar? Sir? Ist es schon zu spät für einen Trinkspruch? Aber nein, das ist dein Moment. Großartig. Okay, mal sehen. Danke, meine lieben Freunde, dass ihr heute mit mir feiert. Heute erhebe ich mein Glas auf euch. Auf Teex für ihre ihr beirrbare Unterstützung und ihren großen Wissensdurst. Auf Teex! Alf Malkomut, der uns zeigte, dass man sich ungeachtet des Alters stets verändern kann. Auf Malkomut! Auf Yolande, Voltrade und Kinesen für ihren Abenteuergeist und ihre Zielstrebigkeit, egal wie widrig die Umstände auch sein mögen. Auf Yolande, Voltrade und Kinesen! Auf Moraine, der angesichts unüberwindbarer Trauer standhaft blieb und niemals den Glauben an meine Freunde verlor. Auf Moraine! Auf Sirai, die das Unmögliche ertrug und die coolste Person ist, die ich kenne. Auf Sirai! Auf Rishal und Beast, die mein Leben retteten. Auf Rishal und Beast! Und schließlich auf Valer und Zale, die mich aus Mooncradle und auf eine Reise durch die Welt mit all ihren zahllosen Wundern führten. Auch vor allem, weil sie die besten Freunde sind, die man sich wünschen kann. Oh. Auf Valer und Zale. Wie schön. An diesem warmen Abend mit seinen Lieben hatte Gaal angesichts des Überflusses an Speise und Spaß eine Erleuchtung. Die ultimative Mahlzeit. Rezept, legendäres Festmahl erhalten. Stimmt, das habe ich auch noch als Erfolg. Fragenpaket 11. Komplett random. Speise und Golden Pelikan zu Abend. Okay, das gab es schon mal auch einen Erfolg. Sehr schön. Perfekt, okay, dann mache ich das Fragenpaket. Und das Kochen am besten noch. Und dann kümmern wir uns beim nächsten Mal noch, in der zweiten Bonusfolge, um das andere Ende. Wenn es dein Eins ist. Ich hoffe mal, dass es klang jetzt zumindest so. Also, ich bin gespannt.